Ja moin, liebe Baltic Fishing Zuschauer, es ist mal wieder soweit, ein neues Video. Heute eine kleine technische Errungenschaft meines Bootes, da bin ich richtig stolz drauf. Ich habe mir einen kleinen Autopiloten geleistet, das ist allerdings nicht so eine hydraulische Version, wie die vielen anderen großen Boote haben. Das liegt zum einen daran, dass das eine finanzielle Frage ist, zum anderen aber auch, weil ich eine Seilzuglenkung habe und keine hydraulische Lenkung. Ich habe dafür einen sogenannten Pinnenpilot aus dem Segelbereich hergenommen und habe den einfach mit meiner neuen Downrigger-Halterung kombiniert an die Bordwand gebaut. Dazu einen Auslegearm an den Motor und dann hänge ich die Steuerung einfach aus und dann funktioniert das hervorragend. Ich zeige euch das mal, der hält hier schon eine ganze Zeit sehr schön den Kurs, den man eingibt. Zwischendurch kann man mit plus, minus 10 und 1 Grad dann den Kurs korrigieren. Das ist echt super. Ich zeige euch das mal hier. So sieht dieses Ding also aus. Und der hängt hier in dieser Downrigger-Halterung. Der wird da einfach eingesteckt. Da. So, mit dem Kabel verbunden. Das kommt aus dem Motor. Jetzt fährt er hier 226 Grad. Und mit diesem Auslegearm ist das mit dem Motor verbunden. Die Lenkung des Motors habe ich komplett ausgehakt. Und ihr seht, der hält seinen Kurs. Reagiert immer mal wieder nach. Über diese Schubstange hier wird eben der Kurs korrigiert. Dazu ist es notwendig, dass der Montagepunkt hier an der Bordwand zu diesem Punkt ein bestimmtes Maß hat und dieser Punkt zur Mitte der Drehachse des Motors einen bestimmten Abstand hat. Das war ein bisschen Frickelei. Das ist auch noch ein bisschen rough gearbeitet hier von mir. Ihr seht, dieser Winkel hier, der ist zusammengenietet und das hier ist auch zusammengenietet. Das werde ich irgendwann noch mal schick machen. Das war jetzt aber ein bisschen schnell gemacht für die Trolling-Saison. Die ist schon mitten im Gang. Und das muss jetzt erstmal arbeiten, ein paar Monate. Und im Sommer werde ich das mit Sicherheit nochmal ganz ordentlich machen. Alles schön aus einem Stück und schön aus Edelstahl. Ja, aber das erleichtert mir sehr schön die Arbeit hier an Bord und bedeutet, dass ich mich in Zukunft ausschließlich auf das Ausbringen und Pflegen meiner Routen begrenzen kann. Das ist sehr angenehm. Ja, macht viel Spaß. Und ich habe dieses Teil gebraucht über eBay Kleinanzeigen gekauft. Das war jetzt nicht so super teuer. Diese Halterung hier, das ist quasi eine Meisterleistung Ingenieurskunst. Die habe ich mir anfertigen lassen von einem professionellen Betrieb. Das ist sehr geil geworden. Hier durchgeschraubt, deswegen habe ich hier diese Inspektionsluke in die Bordwand gesetzt, damit ich von innen die Schrauben ansetzen kann. Und somit kann ich jetzt auch endlich wieder mit meinem Downrigger, den ich seitdem ich das Schlauchboot verkauft habe, nicht mehr dran hatte, wieder fischen. Und das Ganze in der Verbindung mit dem Pinnenpiloten hier, sehr cool. Ja, wer dazu Fragen hat, kann mich gerne direkt anmailen unter info@baltic-fishing.net oder postet hier unter diesem Video in die Kommentare. Ich werde das gerne beantworten. Auf meiner Webseite steht dazu auch ein großer Bericht mit diversen Fotos der Entstehungsgeschichte und ein paar anderen Details, was gelaufen und was nicht so gut gelaufen ist. Bei solchen Arbeiten gibt es ja immer Pros und Kontras. Ja, wie gesagt, wer Fragen hat, mich gerne anschreiben. Petri Heil.